Hi, willkommen auf dem Dinosaurierkanal über Hühnerzucht und Hühnerhaltung. Hier spricht Dr. Bene. Diese Maranzhühner in Schwarzkupfer sind nun 8 Wochen alt. Sie dürfen aktuell meinen Jungtierstall und Auslauf bewohnen. Chaos Karen hat sie schon so sehr in ihr Herz geschlossen, dass sie ihnen gerne Namen geben möchte. Können wir das wirklich zulassen? Ich hoffe, ihr wisst, was das bedeuten könnte. Ich sage nur, ein Hahn im Wohngebiet, im Auslauf, gleichzeitig. In den vorangegangenen Videos habe ich euch die Maranzküken in Schwarzkupfer mit 2 und 4 Wochen vorgestellt. Heute wollen wir versuchen, die BDRG-Bundesringe in den richtigen Größen aufzuziehen und uns ansehen, wie sie sich in den vergangenen 4 Wochen weiterentwickelt haben. Die Nummerierung der Hühner ist dieselbe wie in den beiden letzten Videos zu den Maranzküken. Bei der Tierbesprechung habe ich die Marans immer kurz auf die Küchenwaage gestellt, da das Gewicht eines von mehreren Entscheidungskriterien ist, um zu erkennen, ob das Huhn ein Hahn oder eine Henne ist. Schauen wir also kurz auf den bisherigen Gewichtsverlauf der Maranhühner. Ups, die blaue Kurve ist der Gewichtsverlauf der englischen Araucaner aus dem vorangegangenen Video. Hier, die rote Linie, das sind die Maranshühner. Mit 2 Wochen hatten sie im Mittel 188 Gramm, mit 4 Wochen 541 Gramm und heute im Alter von 8 Wochen liegen sie im Mittel bei 1026 Gramm. Die Kräfkerhühner kommen im nächsten Video dieser Playlist an die Reihe. Wenn ihr wissen wollt, wo diese gewichtsmäßig aufplotten, lasst euch das nicht entgehen und drückt auf Abonnieren und die Benachrichtigungsglocke, falls noch nicht geschehen. Jetzt geht es los mit der Marans-Hühnerbesprechung im Alter von 8 Wochen. Los geht's mit dem Marans. Das ist eine Henne. Sieht man ganz klar am Kamm, am Gefieder. Das ist eine Henne und wir gucken mal, ob wir den Ring noch drauf kriegen. Die würden einen Durchmesser 20 kriegen wollen. Bei den Befiederten muss man ein bisschen aufpassen, dass man die Federkiele nicht abbricht. Wir müssen damit rein. Den Ring. Dann geht es. Oh ja, es geht noch, Gott sei Dank. Wie bei den anderen. Henne! Herzlichen Glückwunsch! Und du legst kastanienbraune Eier, ne? Ja. Und die nächste Henne. 840. Ja, auch ganz klar eine Henne. Wenn ich euch gleich als drittes einen Hahn zeige, dann seht ihr ganz klar den Unterschied hier. Kamm. Alles. Und der geht hoffentlich auch noch drauf. Ja. Okay, also bei den Marans mit 8 Wochen, das passt. Ja? So. Ja, jetzt hast du einen Ring. Oh ja, gut. So, das ist der Hahn und jetzt seht ihr hier mit dem Kamm, was ich eben meinte. Komm, ich setze dich auch auf die Waage, ne? Zeig, was du hast. 1100. Nee, Füße auf die Waage, nicht schummeln. 1125. Ja, er ist viel größer. Guck mal hier, das ganze Gefieder hier. Schwarzkupfer, das wird ein Prachtkerl, ne? Hier ist so ein Prachtkerl, ja. Hier schillernde Federn, hier der Schwanz glitzert schön. Der Schwanz wird jetzt demnächst schon so ein bisschen rund. Aber die Sichelnfedern, die kommen erst ganz zum Schluss. Hier könnten wir auch suchen, ob die Sattelbehangfedern hier. Hier seht ihr, kommen die Sattelbehangfedern. Das haben nur Hähne. Das sind so lange, spitze, schillernde Federn, die hier. Das haben nur Hähne. Das ist dann auch klar, die kann man dann auch irgendwann mit 8 Wochen entdecken. Und jetzt gucken wir mal, ob dir der Ring in Größe 22 noch passt. Ne? Ich glaube, es geht noch. Ja, das geht. Und der wird auch nicht mehr abrutschen. Schön. Schön, schön, schön. Mensch, du gefällst mir gut. Ja, gut. Nächster.
okay. Ja, nicht. Alles okay. Alles okay. Die Füße auf die Waage. Das kann nicht sein. Ach, sie hat hier auf Unit gedrückt. In Gramm wollen wir messen. Nicht wieder drauf touchen. 980. Henne. Und du bist eine Henne, ne? Ja, du bist eine Henne. Ja. Und zwei Hände, vier Hände. Ja, schön. Ja, schön bist du. Ja, schüttel dich mal. Und jetzt kommt der Dicke. 1230. Super. Ich habe ihn letzte Woche schon beringt, weil ich es testen wollte und es ging schon. Er hat aber sowieso eine M-Zacke. Also ich werde ihn nicht ausstellen können. Oh, knickt, die Zehe knickt ein bisschen nach innen ab. Ist auch nicht so schön. Also ich werde wahrscheinlich, wenn ich weitermache, mit dem anderen Hahn weitermachen. Da ihr immer noch zuschaut, darf ich euch ersuchen, dem Video einen Daumen hoch zu geben. Ein kurzer Klick, der den Maranzhühnern und mir ähnlich viel Freude bereitet, wie das Bad in der herrlichen Maisonne. Herzlichen Dank! Ich verlinke euch hier noch das Video mit den 2 Wochen alten Marans und meine Playlist Hahn oder Henne. Und noch ein drittes Video, was euch vielleicht auch sehr gut gefallen dürfte. Macht's gut, wir sehen uns im nächsten Video, euer Dr. Bene. Und vergesst niemals, Hühner sind Dinosaurier. Klingt komisch, ist aber so.